Seht ihr irgendein behördliches Hindernis, was wir jetzt noch nicht gesehen haben? Das ist tatsächlich jetzt eine Herausforderung jetzt für unsere Veranstaltung bei dieser Location. Noch ein bisschen was zu tun, wa? Hallo ihr Lieben, das kann doch gar nicht wahr sein. Da ist man wieder unterwegs in Richtung Frankfurt-Oder, fährt wieder Richtung Berlin und was ist? Die Sonne ist am Start, kommt wieder raus und kitzelt sich hier ins Auto rein. Ich kann mich gleich wieder nackig machen, jetzt beinahe ausziehen, weil mir viel zu warm wird. Aber wir sind heute in Mission Dachzelt Festival 2020 unterwegs und zwar treffen wir uns heute mit dem Betreiber noch einmal, um Details abzusprechen eines möglichen Vertragsabschlusses. Das heißt, wenn heute die Details alle so weit klar sind, dass wir uns alle einig sind und dass wir alle Bock auf den Scheiß haben, dann können wir ganz bald den Vertrag unterzeichnen und dann kann es richtig losgehen. Bin super gespannt, wie das wird und ja, wir nehmen euch natürlich wieder mit auf diese kleine Reise. Viel Spaß! So, da bin ich. Oh, was für eine Aussicht, oder? Premium-Parkplatz. Und wer ist natürlich schon da? Kenne ich doch irgendwo her. Da hat sich jemand erschreckt. Hallo! Na? Na, guten Tag. Hast du mich vielleicht erschreckt? Ein bisschen, ne? Hallo? Na? Na? Ich hab Was Hunger. Machen wir jetzt? Essen. Dann schnabulieren wir noch was, oder? Was? Die Restaurants haben hier noch nicht offen. Ein Brot? Ein Brot? Ja, ich habe mir schon den ganzen Tag ein Brot gewünscht. Willst du ein Brot? Ja, auf jeden Fall. Ein Brot. Hast du noch Brot? Ich habe auch noch Brot. Ich habe auch noch Brot. Wir haben ja dann bestimmt 2 Stunden. Vielleicht brauchst du 2 Brote. Ich brauche auch was Richtiges. Was ist da was Richtiges? Was? Warmes? Was ist das denn für ein geiler Auszug, Rebecca? Mach das nochmal. Was ist das für ein geiler Kofferraumausbau? Nochmal. Mach nochmal. Nee. Ist ja hinten dran auch schon. Wow. Hält das hier draußen? Boah. Das ist ja ein Ding. Das ist wirklich schlau. Du bist so schlau, Larissa. Ich bin doch nicht Larissa. Ach so. Du bist doch Larissa. Es ist eigentlich egal, wie rum. Ja, es ist uns richtig egal. Ihr könnt sogar unsere Namen einfach mischen, wenn ihr wollt. Ja. Dann sind hier Rebecca und Larissa. Also für alle, die sich jetzt Gedanken machen über einen fancy Kofferraumausbau und Einbau, Küchenschrank, Luxus, Villa. Geht auch einfach. Ne? Und das auch Vollzeit. Also ist ja jetzt nicht so, dass Rebecca im Wochenendtrip ist. Die Sonne! Wo hast du denn gerade hingezogen? Die Sonne! Ist doch da. Ja, also da ist sie. Da ist sie. Es ist einfach ein geiles Panorama. Geil, ne? Ich habe heute auch hier übernachtet und es war wirklich sehr ruhig. Pass mal auf, hör mal. Wasserreich und ihr hört vielleicht ein bisschen Windgeräusche, aber ansonsten. Guck mal, wie klar das Wasser ist. Ja, das ist tatsächlich wirklich eine Sache. Ich habe letzte Woche mit einer Glasschüssel hier Wasser geholt, weil ich damit gespült habe. Das war einfach glasklar, das Wasser. Hey Siri, hörst du mich? Ich will es ja sagen, soll Wasser abgießen. Hey Siri, kannst du einen Wecker stellen in 10 Minuten? Der Wecker ist für 12.15 Uhr gestellt. Danke, Alexa. Auf Alexa reagiert sie irgendwie nie. 10 Minuten gibt's Essen. Hallo, ganz spontan. Ist schon gut? Das Kaufverhalten sagt mir, dass es noch nicht gut ist. Doch, ist al dente. Ja, okay. Ja, ist gut. Das ist der Brockenbutter, der doch schmelzen Achso, ich dachte, das wäre Mozzarella. Also es gibt jetzt Nudeln mit Soße und Butter. Und Käse. Butter muss immer überall rein, dann schmeckt einfach alles besser. Komm, wir setzen uns da auf das Sportgerät. Rebecca, du bist eine wunderbare Köchin. Also tatsächlich koche ich ja total gerne. Das war jetzt einfach nur Dose auf und los. Aber ist jetzt einfach mal praktikabel. Nächstes Mal, wenn wir da sind, müssen wir einmal drum herum laufen. Um herum? Um was? Um die beiden Seen. Ja.
13,5 Kilometer sind es drumherum. Das Kindercamp machen, da wo es auch wahrscheinlich normalerweise ist, weil es da steht. Ja, ist geil. Hat man gleich gegenüber den Spielplatz, hier gleich gegenüber der Sunny-Zentrale, ist doch super, oder? Ist mega. Perfekt. So, da sind wir wieder. Bereit für den Termin. Hallo. Hi. Hi. Hi, Tino. Hi. Grüß dich. Hi. Ach, guck mal. Ich bin erkältet. Ich dachte, du wärst im Urlaub. Das ist mein Zwillingsbruder. Willst du dich hier hinsetzen, Daniel, oder ist das doof? Ja, gut. Ha? Du bist echt der Bruder? Ja, absolut. Leck mir am Arsch, ich hab gerade wirklich gedacht, der verarscht uns. Ja. Bist du Zwillingsbruder? Korrekt. Krass. Also das ist Daniel nicht, das ist Mirko, okay. Wir merken, Daniel hat eine vierkige Brille und Mirko eine Runde. Hi. So, da sind wir wieder. Sehr schön, genau. Schön, dass wir wieder hier seid. Ja. Schön, dass wir da sein dürfen. Sehr wohl gemacht, dass es in die nächste Runde geht. Aber ja. Ja, Rebecca, ich bin gerade angereist. Und ich habe auch schon kräftig vorbereitet. Ja. Ja, wir haben richtig Gas gegeben, damit wir möglichst nach vorne gehen können. Schön. Ja. Wir sind jetzt gerade schon in einigen Punkten so ein bisschen vertieft eingestiegen. Bin jetzt auch erstmal selber dabei, irgendwie zu erfüllen, was dann hier ab Mitte Mai losgehen wird, welche Vorstellungen ihr habt. Das würde ich gerne alles erfahren, wie was wir da erwarten. Auch erstmal jetzt vielleicht einen Vorschlag, ne, von uns, dass wir erstmal so eine Grube. Hast du Google Maps gemacht? Genau, ja. Da könnt ihr auch drauf zugreifen. Ja. Das ist jetzt, wie wir es cool finden würden. Also es sind auch nur so Gedanken dahinter, wie wir rechnen halt mit 2 bis 3 Food Trucks zum Beispiel. Alles weiter der Steppe. Und die hätten ja jetzt halt eingetan, wo sowieso die Restaurants sind. Die Caterer, die werden durch euch akquirieren, ist das richtig? Sagen wir mal so, wir haben Leute, die wir kennen, die wissen, wir wissen, dass die gut sind und dass wir es können. Könntet ihr den ansprechen, dass der vielleicht die Möglichkeit nutzen möchte? Wir können, wenn wir das Food-Konzept aufsetzen und anfangen rumzufragen, wer Bock hat, wer übrigens Bock hat, dabei zu sein, meldet euch. Schreibt es mal in die Kommentare. Oder schreibt es eine Mail, besser. mail@dachzeitnormalen.com. Dann können wir gucken, dass wir die mit einbinden und auch das mit integrieren vielleicht. Wir hatten letztes Jahr 1, 2, 3, 5 Foodtrucks. Und viel mehr würde ich auch gar nicht machen, weil wenn wir jetzt hier schon 3 Restaurants oder 4 Restaurants haben, die laufen. Dann können wir mit Portionen arbeiten, was die können. Dann können wir es berechnen, dann können wir es auf die Zahl hochrechnen und dann wissen wir am Ende Bescheid, oder was wir noch brauchen. Sind die denn da auch von der Ernährung? Gibt es da eine Richtlinie? Ja, ist alles mit dabei. So wie die Leute sind, ist es auch die Mischung, denke ich. Aber wir achten schon darauf, dass wir Qualität haben. Ja. Ja, okay, also wir müssen wissen von euch, was da ist, auf jeden Fall da ist, was eingebunden werden muss. Dann gucken wir, wen wir auf jeden Fall dabei haben wollen, weil wir haben ein paar, die wirklich eigentlich schon fast stammen sind. Ist Mehrweg eigentlich ihr Plan? Also heißt abwaschen. Und da kommen die Leute mit ihr mir schon auf Deutsch. Sehr genau. Geil. Ja. Sehr. Also nochmal, ja, wir wollen nochmal mehr abfallfrei machen, als wir es beim Spezial gehabt haben. Wir haben jetzt hier in dem Bereich, der heißt Familiencamping. Hier vorne sind ja die Bungalow-Reihen. Und hier haben wir wie viele Stromanschlüsse, Uwe? 40 Stück. Und da können die sich mit CEE ranstecken. Ja, das ist schon super. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema. Ihr hattet ja, dass ihr selber an den nicht erschlossenen Bereichen Strom verlegen wollt. Da könnte man dann überlegen, ob man hier irgendwie am Wassersportzentrum nochmal irgendwie einen Verteiler anzapft und von da aus dann verlegt, von so einem 64er oder so, die ihr da habt. Der Ecke, ja. Genau. Da würde ich mich erstmal ausklinken. Wir haben immer gutes Wetter. Uns wurde versprochen von einem Daniel, dass es hier richtig gutes Wetter gibt am 13., 14., 15., 16., 17. Wenn wir eine Woche vorher eine Ticketzahl haben, dann wissen wir ziemlich genau, wie viele kommen, weil wir auch wissen, wie viele kommen noch ohne Ticket. Tagesgäste bedeutet auch, ihr zieht dann quasi nochmal so eine neugierige Schar von Leuten, die einfach mal tagsüber gucken kommen und abends wieder nach Hause fahren. Genau, also gerade für den Messebereich oder dann eben Vorträge, die auch teilweise von weitem her Leute anziehen. Anleger klar, die Tagesgäste klar, die Badegäste klar. Also ich habe das Gefühl, es wird gar kein Problem sein, man macht sich da zu viele Gedanken drüber. Also auch durch das Ticketsangebot, was wir haben, ne, diese Staffelung, dass du eigentlich machen von Anfang entscheiden kannst, aber bis Sonntag geht das Ticket immer, hast du automatisch den Peak am Samstag. Und euer Programm startet dann aber auch schon am Mittwoch. Ja. Wir haben noch Taucher. Also Tauchen lernst du nicht innerhalb von 4 Tagen, aber du kannst mal einen Schnupperkurs machen. Ja. Kriegst mal das Gefühl für Unterwasser, Sichtweite, Gewicht, atmen. Schwerkraft, atmen, genau. Das ist geil. Ich glaube, ich mache da mit. Also wird viele, viele geile Angebote geben. Auf jeden Fall, viele Wasserangebote auch. Ja.
Nächster Punkt, Aufbau, Abbau, brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Ihr kommt einfach, fangt an aufzubauen und dürft nicht eher gehen, bevor ihr nicht abgebaut und aufhört. Aber das ist schon richtig, dass es vor der Himmelfahrt fertig sein muss. Also Mittwoch müssen wir eigentlich durch sein. Ja. Die Chalets. Die Chalets. Okay. Davon sind 10 Stück da, oder wie? Genau. Okay. Und der Rest ist noch frei. Der Rest ist alles noch frei, ja. Also wir haben immer Leute, die sagen, ich habe kein Dachzelt, ich möchte im Hotel aber möglichst nah dran. Meine Mutti kommt gerne hin, aber sie möchte nicht ein Dachzelt. Ne? Und die würde super gerne so ein Chalet nehmen und wird sich freuen. Wie viele sind das? Wir reden jetzt von 25 freien Objekten, A4 Betten. Wir reden von 100 Personen, die dann hier irgendwie noch einen festen Schlafplatz suchen. Das ist geil. Das ist wirklich, was Cooles. Also jeder, der kein Dachzelt hat und nicht kein Mietdachzelt mehr kriegt von den supergeilen Mietdachzelten, die wir am Start bringen und eine feste Wohnung möchte, feste Wände, der kann was bekommen hier. Also hier gibt es Möglichkeiten. Chalets und Bungalows. Dann so grob einordnen, wo die Sanitären dann sich befinden. Wir sind jetzt hier an der Rezeption. Hier sind diese Chalets. Dahinter ist der Familienzeltplatz mit den Massivbungalows. Und Sanitäranlagen haben wir hier auf dieser Seite 2. Dann haben wir hier nochmal am Spielplatz, da wo das Kinderland entstehen soll. Also Trinkwasser haben wir an unseren Geschirrwaschplätzen. Hier am Familienzeltplatz und immer an der Sanitäranlage hier gegenüber. Also in diesem Bereich, der Bereich ist dann damit abgedeckt. Da sind auch noch irgendwie 5, 6, 7 Waschbecken und so. Genau, auch Außenwaschbecken. Einlasskasse ist ja jetzt inzwischen auch nicht mehr so viel aus unserer Sicht zu sagen. Ihr übernehmt unseren Eingangsbereich. Das ist bei uns auch eigentlich immer die größte Party tatsächlich. Also jeder wird begrüßt, jeder, also ein Lächeln und mit Party und Laola-Wellung. Also es ist wirklich... Keine Ahnung, die verkleiden sich teilweise als Zebra oder als Pferd oder so. Es ist also wirklich eine Riesenparty. Guck mal, da leuchten doch deine Augen. Du hast doch richtig Bock darauf, da auch ein Zebra zu sein. Zebra. Ja, schon fast durch. Guck, die ging doch viel schneller als die erste Seite. Die haben schon abgehakt. Alter. Sicherheit ist euer Ding, Erreichbarkeit ist euer Ding. Feuer, mindestens ein großes. Am Strand wird es kein großes Problem sein. Wir müssen uns allerdings beantragen, oder ihr müsst es beantragen. Wäre, glaube ich, auch ganz sinnvoll, wenn wir dann auch nochmal einen Vertreter von der Feuerwehr mit dazu holen. Offenes Feuer im Wald ist halt ungünstig. Ja. Das ist tatsächlich jetzt eine Herausforderung jetzt für unsere Veranstaltung bei dieser Location. Aber ich glaube, kann man auch sehr gut verstehen. Aber wir werden am Strand unendlich viele Feuer machen können und viel grillen können und viel Gemeinschaft und dann werden wir essen. Machen wir einfach einen Graffel-Shuttle. Mit Quatsch, genau. Ja. Quatsch-Shuttle. Wer muss sein Fleisch transportiert bekommen? Von dem Zelt bis zu dem Strand. Das ist sehr geil. Graffel-Shuttle. Ja. In den Wochenende auch so entspannt und cool gelassen unterwegs sein. Ja, klar. Ja. Glaube ich auch. Irgendwie. Also du siehst mir an, wenn du mich besser nicht ansprichst. Ja. Aber ansonsten bin ich sehr gelassen. Wie siehst du dann aus, Rebecca? So. So? Da kann ich dich aber noch ansprechen. Du vielleicht. Ja. Badezuber, ist das ein Rechtschreibfehler? Badezauber? Badefass ist es. Ja, witzig. Ja. Vielleicht haben wir auch 2 vom Start oder vielleicht 3, müssen wir mal gucken. Cool. Also einen für die Kinder auch immer ganz nice, gell? Ja. Tatsächlich. Oder Wassersport haben wir auch schon gesprochen. Fischen ist erlaubt. Brauchen halt DAV, genau. Und Hundestrand. Also Hunde können, weil es immer wieder die Frage kommt, ich muss es kurz erklären. Ja. Hunde können kommen, sind herzlich willkommen, kosten auch nichts, müssen an der Leine geführt werden. Und wenn ihr die freilaufen lassen wollt, dann wandert ihr zum Hundestrand. Genau. Und da wird's geil. Bühne im Strandbereich geplant. Ihr seid auf den See gegangen. Beabsichtigt oder seid ihr abgerutscht? Oder? Nee. Ihr wollt eine kleine Seebühne errichten. Ja. Also irgendwas, wo man entweder eine Bühne draus basteln kann oder wo man nachher Dachzeltgefährte draus basteln kann. So, dass wir irgendwie Palisaden im Boden bauen und dann da die Dachzelte drauf, so wie in dem Schwedenwald. Genau, in die Bäume rein, können wir da machen, an der Stelle. Und dann müssen wir nur einfach diese Holzkonstruktion dreifach verwenden. Spannend. Ja, das war auch wirklich spannend. Spannendes Projekt, bis es gestanden hat. Ohne Scheiß, das ist eine super sexy Camping-Idee. Ja. Habt ihr so einen kleinen Bagger oder sowas zur Verfügung, wo man ein bisschen was Sand schieben kann? Ein Traktor müssen wir wahrscheinlich auch haben für etwaige Bühne. Ja, Radlader, Traktor. Und ein bisschen Schaufel, irgendwas. Mhm. Ein bisschen Sand. Sandburg bauen. Eine Hüpfburg meinst du, oder? Nein, eine Sandburg. Eine Hüpfburg, hat eine er Sandburg. Gesagt. Habt ihr es auch gehört? Ja, ganz klar. Also er hat, genau, er hat Sandburg. Also, bauen wir eine Sandburg oder eine Hüpfburg? Und sowas. Stimmt mal ab. Sandburg. Das heißt, euch fehlt eigentlich nur die Übergabe und Abnahme des Platzes, die Verbrauchskosten 7. und 8. muss nochmal angepasst werden. Noch ein bisschen was zu tun, wa? Ein bisschen. Ja. Aber es gab auch noch ein bisschen Zeit. Ja.
bisschen Zeit noch. Sag das mal allen, die da draußen, die da die ganze Zeit noch warten, jetzt, dass es endlich losgehen kann. Ja, aber Leute, wir haben heute einen guten Schritt gemacht. Also wir haben jetzt alles einmal durchgesprochen, das ganze Konzept einmal durchgesprochen, nochmal hier Vorteile, Nachteile, ein bisschen was erörtert und aufgeschrieben. Wir werden jetzt den Vertragsentwurf machen, den rüberschicken. Und wenn das dann abgenickt ist, dann können wir das unterzeichnen und dann könnte es losgehen. Wenn ihr jetzt denkt, ihr habt, dieses Gespräch hat 10 Minuten gedauert, es hat bis über 3 Stunden jetzt hier am Start, um diese ganzen Sachen zu besprechen. Aber wir haben auch viel geschafft. Ja, auf jeden Fall. Mir fällt noch eine wichtige Sache ein. Seht ihr irgendein behördliches Hindernis, was wir jetzt noch nicht gesehen haben? Also zum Beispiel bei einer Veranstaltung hatten wir jetzt das Problem, dass alles geil war. Der Mieter hat gesagt, alles geil, dann gehen wir zu den Behörden und die sagen nein. Nicht wirklich. Ja, die Rettungsdienste berücksichtigt. Kann sein, dass die das Konzept auf jeden Fall nochmal vorgelegt haben möchten, dass sie nochmal einen Vor-Ort-Termin haben möchten und dass sie während der Veranstaltung auch einige Dinge abnehmen wollen. Also es kann jetzt kein... Ich sehe jetzt nicht... Kein Naturschutz kann kommen und sagen, weil ihr diese Fläche hier jetzt mit benutzt, seid jetzt raus aus der ganzen Geschichte. Das geht nicht. Ich fasse mal zusammen, wenn die Festivalgäste diese Waldflächen nicht abfackeln oder diese Strandfläche hier ölverpestet hinterlassen wird, weil hier 50 Autos Öl verloren haben, dann dürfte eigentlich nichts schief gehen. Ironie aus. Ich habe so viel Sand hier unten gelassen mit meinem Betrieb. Ach, schön, ich freue mich. Freust dich jetzt auch der Star in dieser Folge auf YouTube zu sein? Naja, da habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht. Es scheint entspannte Veranstalter mit einem entspannten Publikum zu sein. Und da wir ja selber viele Familien hier auch so in der Belegschaft haben, würde quasi auch da den Kopf treffen. Cool. Also wir sagen auch immer Familiencamping. Also eine große Familie. Ja. Schön. Cool. Ciao, macht's gut. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ihr Lieben, das war ein sehr intensives Gespräch. Ja. Wie gesagt, es hat echt 3 Stunden gedauert und wir sind jetzt auch ganz schön durch. Aber wir haben ganz, ganz viele Details besprechen können, habt ihr viele davon gehört und ihr seht, die haben Bock da drauf, wir haben Bock drauf, wir finden Lösungen, es ist möglich und anscheinend spricht auch nichts Ernsthaftes mehr dagegen. Das heißt, wir können tatsächlich jetzt an dieser Stelle verkünden, dass wir nächste Woche hoffentlich in den Vertragsentwurf gehen. Nicht Entwurf, der ist ja schon da. Die überarbeiten den nochmal und wir auch und dann hin und her und dann können wir Stempel drauf, Unterschrift drunter und Dachzeitfestival 2020 würde dann Max kaum sagen, aber vielleicht könnte, also wir sagen es mal noch vorsichtig. Das ist jetzt einfach am Helenesee stattfinden. War so geil. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert den Kanal, nicht vergessen, Glocke drücken, wenn ihr informiert werden wollt. Und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche und wunderschöne Tage. Macht's gut. Bis dann. Ciao.